Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Endlich gibt es wieder eine neue Folge. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, obwohl das bringt nun mal das Leben so mit sich. Denn ich habe Samstag bewusst die Folge ausgesetzt. Ich hatte es ja schon bei Twitter geschrieben. Auf Facebook wurde es komischerweise nicht angezeigt. Glaube ich zumindest. Also ich habe es da jetzt nicht entdeckt. Was ist denn oben? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich zu sagen haben? Ja, richtig, die Folge ist ausgefallen. Und zwar hatte ich an diesem Wochenende immer wieder natürlich schön Bereitschaftsdienst bei mir auf der Arbeit. Was dann bedeutet, dass Tag und Nacht immer mal was passieren kann. Und es ist was passiert. Und da war ich irgendwie, naja, bisschen fix und alle. Und hatte ganz ehrlich gesagt keine Lust mehr, mich noch groß an den Rechner zu setzen und dann noch was zu machen. Und, aber wie gesagt, das sind halt nun mal so Geschichten, die nun mal passieren können. Das ist halt so, ja. Irgendwas führst du doch im Schilde. Naja, und auf jeden Fall gibt es heute eine neue Folge. So, ich bin mittlerweile schon aufgestiegen. Ich kann euch das mal zeigen. Entdeckung noch nicht, oder? Nee, Entdeckung war das nicht. Ach, ich vergesse das immer. Reise. So, hier sind wir mittlerweile aufgestiegen. Hier bin ich mittlerweile Level 2. Also es hat super funktioniert und auch bei euch in den, bei mir in den Kommentaren steht ja auch, dass es egal ist, ob man im Raumschiff sitzt, ob man in irgendeiner Behausung, so wie jetzt hier in einem Areal sitzt oder weißer Geier, man steigt auf jeden Fall im Level. Und wir brauchen jetzt noch, oder ich brauche jetzt noch 1,3 Souls, bis wir Level 3 erreichen. Das ist auch nicht mal allzu viel. Deswegen habe ich mal die Zeit genutzt. Alter, könnt ihr euch mal verpieseln? Obwohl, warte mal, wir können mal, wenn wir mal so krass drauf sind, können wir ja auch mal glatt mal F machen. Hier drin haben wir auch noch kein Foto gemacht. Wo sind das andere Viech? Was gucken die denn alle in die Richtung? Da ist doch nix. Verstehe ich nicht. So. Ich will eigentlich mal hier so ein bisschen hin. So. Tada. So. Ja, ich bin so ein bisschen durch die Gegend geflogen, hab so ein bisschen was gemacht, aber jetzt auch nicht zu doll. Also ich habe ein bisschen Temerium gesammelt, ich habe, wenn ich mal die eine oder andere, Nanithaufenquelle, verpieselt euch doch mal. Denn, habe ich die eingesammelt und ansonsten habe ich auch noch nicht viel mehr gemacht. Ich habe versucht, noch ein paar Tierchen zu finden. Aber jetzt lösen wir erstmal das Ding auf, damit mal dieses Getröte aufhört. Auf dem Bildschirm erscheint eine begeisterte, tropfenförmige Kreatur mit Kiemen. Sie spricht in einer Sprache der Händler und springt auf Buchstaben eines außerirdischen Alphabets auf und ab. Das bizarre Computerprogramm bittet um etwas. Handelsfächer öffnen sich. Entweder Kohlenstoff, Iridium oder Kohlenstoff. Das ist, entweder Kohlenstoff, Iridium oder Kohlenstoff. Ich gehe mal raus. Ich muss Kohlenstoff haben oder Iridium. Iridium hatte ich doch hier irgendwo gesehen. Aber sind wir wahrscheinlich schon dran vorbeigeflyt. Denn, dann holen wir uns mal ein bisschen Kohlenstoff. Wahrscheinlich gewöhnlicher Kohlenstoff, aber naja. Da können wir das Ding hier wenigstens mal außer Kraft setzen. So. Ja, sehr gut. So, das ganze Spiel nochmal und wir gewöhnliches Oxid einführen oder Isotop. Ich mach mal Isotop. Hier voll getroffen. Okay. Was kriegen wir? Das Geekwort für Belohnung gelernt. Ich hätte lieber eine Belohnung gehabt. Silikat, Föderation, oder immerhin drei Wörter gelernt. Das ist schon nicht verkehrt. Sturm löst sich auf sehr gut. Ja, ich bin hier, wie gesagt, immer noch am Rumfliegen und am Rumgucken. Weil bis ich denn endlich mal Level 3 erreicht habe, das dauert noch einen Augenblick. Wo ist jetzt mein... Mensch, ist auf der anderen Seite. Hier ist natürlich nochmal Plutonium drin, ne? Ja, brav. So. Damit wir endlich mal weitermachen können. Endlich mal weitermachen können. Das wäre zumindest mal mein Ziel, dass wir endlich mal weiterkommen. So. Wupp. So, ja. Ich hatte auch noch in den Kommentaren eben nicht gelesen. Ich hatte ja nach der letzten Ankunft. Sollen wir da hin? Oder fliegen wir da mal hin? Ich hatte ja, glaube ich, bei der letzten Folge hatte ich mal nachgefragt, ob einer von euch schon mal gelesen hat,
ob und wann es ein neues Update zu No Man's Sky gibt, kam es... Warte mal, du mal, hier ist auch Iridium. Sollten wir hier hin? Hallo? Hä? Hallo? Hallo? Es wird mir langsam schwindelig. Ah! So. Ob es halt noch ein Update geben soll zu No Man's Sky, beziehungsweise... Da waren wir, glaube ich, schon. Ne, da waren wir schon. Da war ich in der Aufnahmepause. So. Und da kam von euch bis jetzt auch noch kein Feedback. Also ich gehe mal davon aus, dass momentan noch nicht so viel bekannt ist über ein 1.3-Update. Ich denke mal schon, dass eins kommen wird. Aber ich, das ist, wie ich ja schon auch immer sagte, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich hätte da gerne mehr Informationen. Na? Gerne mehr Informationen. Es wäre ja schon mal schön, wenn es zumindest irgendwo stehen würde, bla 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 bla. Innerhalb Juni, Juli kommt das nächste Update oder so. Und dann weiß man immer schon, dann, wie man mit der ganzen Sache umgehen soll. Nur das Problem ist eben, dass es diese Information nicht gibt und da weiß man dann immer nicht, was jetzt Phase ist. Denn ganz ehrlich gesagt, ich würde gerne ein kleines Päuschen machen. Würde ich aber wiederum ein bisschen hinauszögern, wenn... sind wir schon wieder voll von Metall her? Sind wir tatsächlich voll von Eisen? Ist ja unglaublich. Wenn nämlich dann in der Zeit ein neues Update kommt, dann müsste ich mich natürlich auch noch ein bisschen darauf einstellen. Deswegen wäre halt generell mal die Frage da. Obwohl ich mir ganz ehrlich auch überlege, ob ich nicht vielleicht auch nochmal so ein, zwei Updates mal aussetze, um dann einfach auch mal wieder mal was richtig Neues zu bringen. Ne? Also um dann wirklich dann irgendwann mal zu sagen, so hier, jetzt starten wir mal No Man's Sky wirklich komplett neu mit allen Features, die es so gibt. Und nach jedem einzelnen Update lohnt das, glaube ich, nicht. Wobei ich natürlich fairerweise sagen muss, dass die letzten Updates von No Man's Sky natürlich durchaus schon sehr, wie soll ich sagen, sehr... Ich komme hier nicht auf das richtige Wort, was das beschreiben könnte, aber die waren schon doch sehr federführend. Sagen wir mal so federführend. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nur ganz im Ernst, es fehlen ihm noch ein paar Sachen. Aber ich will euch nicht damit schon wieder zutexten, das haben wir schon in der letzten Folge gemacht oder in der vorletzten. Das wollte ich jetzt nicht. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir das Upgrade kriegen und dann endlich mal vielleicht auch auf andere Sonnensysteme können. Und dann schauen wir mal. Oh, nehmen wir auch die kleinen Häufchen hier mit. Kleinvieh macht auch Mist. Und apropos Kleinvieh, wo sind die ganzen Viecher, du? Ich gucke hier schon die ganze Zeit rum, dass wir hier vielleicht mal sogar mal einen Planeten mal fertig kriegen, was Scan angeht, aber das könnte neuer sein. Ja, das ist tatsächlich neuer. Sehr schön. Ich schätze auch mal, dass die Viecher so in eigenen Regionen rumlaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Glück hat, alle Viecher irgendwo auf einem Fleck zu finden oder dass die sich ja konkret durchmischen. Ich schätze mal, dass die doch tatsächlich so biomtechnisch vielleicht sich hier über den Planeten verteilen, irgendwie so. Der ist auch schon gescannt. Denn irgendwann werden wir die scannen müssen, beziehungsweise irgendwann müssen wir diese 10 Planeten voll haben, wo wir alle Tiere gescannt haben. Weil dafür kriegen wir dann nachher das dritte Upgrade. Das hattet ihr mir ja auch mal geschrieben. Deswegen wollte ich eigentlich da schon so ein bisschen vorarbeiten. Aber das ist auch so ein, ehrlich gesagt, auch so eine Aufgabe für, naja, für Blöde würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist, nur um herzufliegen, um irgendwelche Tiere zu finden. Das sind so Sachen, ich glaube, die muss man im Let's Play nicht haben. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch eben die letzte Stunde oder halbe Stunde oder so, keine Ahnung, auch hier alleine so ein bisschen rumgewuselt und bin ein bisschen durch die Gegend geflogen, habe mir ein paar Sachen angeguckt, weil das waren einfach so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt im Let's Play zeigen muss. Ja. Und das, finde ich, ist immer schon ein bisschen schwierig bei solchen Spielen, wenn man eben halt viele Sachen hat, die man eigentlich nicht zeigen will oder kann oder möchte. Das ist genauso wie bei Ark. Deswegen hatte ich halt Ark damals auch... Na gut, bei Ark hätte man noch mehr Möglichkeiten gehabt, davon mal jetzt abgesehen. Das ist ja nun kein direkter Vergleich. Aber bei Ark ist ja immer das Problem gewesen, wenn man jetzt an den Einstellungen als solches nichts ändert, dann ist man Ewigkeiten dabei, nur Material zu sammeln und zu craften. Na gut, craften ist vielleicht noch einigermaßen interessant, aber das Anbauen eben nicht.
Ne? Das ist, ich meine, es mag vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, wenn man da wirklich 2-3 Stunden ein Let's Play von macht, wie man jetzt einen Dinosaurier tamed. Wie gesagt, man kann es natürlich auch einstellen. Ne? Man kann es natürlich auch einstellen, aber im Endeffekt, seien wir ehrlich, also da guckt ja nun keiner gerne zu, wie ich da jetzt die ganze Zeit einen Dinosaurier betäube und ihn die ganze Zeit am Füttern bin. Ne? Also das ist so ein bisschen... Und das ist bei solchen, Spielen immer das Problem. Es ist zwar toll und es macht einem auch selber zum Spielen Spaß, aber so zum Zugucken, weiß ich nicht. Und es nervt einen ja selber ja auch manchmal. Wenn ich da so zum Beispiel früher von Leuten gelesen oder auch gehört habe, dass sie teilweise sogar in Etappen getamed haben. Also das ist ja schon krass, ne? Wenn die teilweise irgendwie um die 8 Stunden gebraucht haben, um jetzt einen Dinosaurier zu tamen und haben dann wirklich in Etappen da... haben dann wirklich da in Etappen getamed. Also das ist irgendwie... Es ist zwar an sich realistisch, also ich meine, es ist klar, dass du natürlich einen großen T-Rex oder so, dass du den nicht in derselben Zeit tamen kannst, wie jetzt, was ich, so einen kleinen Affen oder sowas, die es da jetzt auch irgendwie gibt. Das ist ja vollkommen klar, das macht auch durchaus Sinn. Aber trotzdem realistisch in der Hinsicht, dass man das ja auch erspielen muss, sich erspielen muss. Und sich dann 8 Stunden an den Rechner zu setzen, um ein Tier zu tamen, also puh, das ist schon eine Nummer. Wobei, wir sind jetzt auch nicht bei Ark, sondern wir sind jetzt immer noch bei No Man's Sky. Und wir gucken erstmal hier weiter. Aber ich würde es mal gesagt haben. Es gibt halt so gewisse Sachen bei Spielen, die so ein bisschen knapp sind. Die so ein bisschen schwierig sind. Und ich will an dieser Stelle hoffen, dass es bald mal mit 7 Days weitergeht. Ich meine, gut. Ich könnte jederzeit 7 Days spielen. Es ist ja noch in der Experimental. Aber, naja. Man will dann ja auch das Endprodukt spielen. Und die stabile Fassung, man weiß eben nicht, was da jetzt noch an Änderungen kommt. Es steht ja immer einiges in den Patch Notes drin. Oh, siehst du, dann nehmen wir doch gleich nochmal ein Anzug-Upgrade mit. Ganz spontan. Und das kostet jetzt schon 100.000 Okeronen. Naja. Guck mal, hier drin sind wir komischerweise. Hier sind wir komischerweise nicht. Doch, jetzt. Ich wollte schon sagen, es kann ja nicht sein, dass wir hier drin nicht sicher sind, aber in irgendwelchen Höhlen. Das gibt's ja gar nicht. So. Gut, scannen wir nochmal. Ist hier in der Nähe irgendwas, wo... Guck mal, hinten ist noch einmal Temerium. Kommen wir da hin, oder? Ja, kommen wir. Oh, dich haben wir auch noch nicht gescannt, das weiß ich. Was bist du für einer? Bist du böse oder bist du gut? Gleichgültig, okay. Naja, gut, oder gleichgültig. So, wo ist jetzt... Wo ist jetzt, ich hatte hier doch eben... Ja, Silikat. Aber wo ist... Na gut, jetzt schaffen wir es eh nicht mehr. Ich laufe nochmal kurz zurück zum Schiff. Weil ich bin immer noch fleißig am Temerium sammeln. Also sofern ich irgendwo was an Temerium finde, dann nehme ich es auch mit. Warum nicht, ne? Warum nicht? Jetzt muss ich natürlich immer, das ist das Nervige, immer so warten, bis das Schild wieder sich aufgeladen hat. Das funktioniert natürlich auch in Höhlen oder wie man es gerade gesehen hat, da in dieser Absprungkapsel. Natürlich funktioniert das auch da. Na, nur wenn ich das Schiff hier direkt auf der Ecke habe, warum soll ich das nicht nutzen? Ja, soweit, so gut. Wir müssen echt mal sehen, dass wir da... Ah, sehr gut. Sturm löst sich auf, das ist immer gut, gerade hier auf diesem Planeten. Weil ihr seht ja, bei Sturm, da geht das nämlich richtig ab. Und auch das Schild geht sehr, sehr schnell runter. Ja, wie gesagt, also ich möchte erstmal ein bisschen Kohle scheffeln, damit ich dann zeitnah mal einen Frachter kaufen kann. Das ist noch ein weiter Weg. Wir haben noch wir haben jetzt 3,6, obwohl jetzt noch 3,5 Millionen Units. Ja, das ist natürlich noch ein weiter Weg bis 12 bzw. 15 Millionen. Ich weiß das nicht. So, hier ist auch nochmal Technologie. Ich glaube, obwohl wir können uns mal hier so mittig hinstellen, dann können wir nämlich gleich beide Technologien mitnehmen. Beziehungsweise die Nanithaufen. Das sind ja keine Technologien als solches. Ist das Wasser hier oder ist das irgendwie ein toxischer Brei, hätte ich fast gesagt. Oh, hier habe ich auch noch nicht gescannt. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir hier tatsächlich mal einen Planeten zusammen. Ihr seid beide schon gescannt. Ich hatte hier doch eben das Technologie. Habe ich die schon gescannt? Dich habe ich schon. Ich habe ich auch. Giftschutz. Nimm ab. Das weiß ich wohl. So, dann gehen wir da hinten nochmal hin. Holen uns das Ding.
Die Nanita rufen. Dann können wir gleich auch nochmal schauen, wie weit wir jetzt mit den Souls sind. Kommen wir überhaupt rein? Ja, Wasser ist es auf jeden Fall, aber dann rumplanschen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. So, nochmal einen Niethaufen. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch, da gehe ich auch nochmal ganz gerne drauf ein. Es kam auch mal eine Frage, wo sich jetzt Technologien finden lassen. Weil jetzt ja, man hat ja gerade gesehen, in diesen kleinen Kapseln, wo wir gerade bei waren, da gibt es eben nur noch einen Niethaufen. Und auch teilweise bei diesen Wandboxen, die man in irgendwelchen Lagern findet, gibt es nur einen Niethaufen. Wo kann man Technologie finden? Ja, zum Beispiel in der Fabrik. Wir hatten jetzt gerade ja vor ein paar Minuten die Fabrik. Gut, da gab es jetzt natürlich nur Wörter, aber da kann es eben halt auch mal Rezepte geben. Dann gibt es auf Raumstationen gibt's Rezepte. Da kommt es natürlich darauf an, welche Alienrasse in diesem Sonnensystem vorherrscht. Dann kommt das dann natürlich darauf an, ob die euch dann Technologien verkaufen fürs Raumschiff, für eure Klamotten oder zu Hause gibt es zum Beispiel auch einen Verkäufer, der euch zum Beispiel Inventar Sachen verkauft oder Technologien verkauft wie Treppen oder bestimmte Türen oder irgend sowas. Das gibt es natürlich da. Und dann gibt es natürlich noch gewisse Technologien, na toll, gewisse Technologien, die ihr nur durch Quests bekommen könnt. Also die Quests durch den Wissenschaftler, durch den Konstrukteur, durch diesen, Landwirtschafts-Alien, hätte ich jetzt fast gesagt, durch diesen Landwirtschaftsbauer, solche Leute, ne? Und die geben euch ja auch dementsprechend Quests auf und wenn ihr die Quests löst, dann bekommt ihr auch dementsprechend Technologien zum Beispiel. Oder habe ich noch was vergessen? Durch Quests, ja, zum Beispiel durch Polo, auch durch Polo bzw. durch Nada. In dieser Anomalie, da gibt es natürlich auch durch Abschließen von Quests oder von gewissen, von gewissen Meilensteinen, so wie wir jetzt hier quasi. Wir sammeln jetzt nun auch Souls oder wir leveln jetzt nun auch gerade, um eben eine Technologie zu bekommen. Und das, so holt man sich das Ganze. Ich scanne jetzt erstmal jedes Viech hier ab. Und so findet man eben halt Technologien. Also Technologien so zu finden, das kriegt man vielleicht höchstens in Fabriken. Obwohl Technologien als solches habe ich glaube ich auch noch nicht so wirklich gefunden, sondern eher so Rezepte. Also eher Rezepte zum Craften von gewissen Stoffen oder Materialien. Aber ich kann wirklich sagen, die meisten Technologien kriegt man tatsächlich, wenn man die Quests abschließt. War ich zumindest der Meinung, dass da wirklich der Fokus drauf liegt. So, da können wir noch ein bisschen durch die Gegend schweben. So, Reise. Und 4,3 Souls, 0,7 Souls brauchen wir noch für Level 3. Das ist sehr gut. Das ist schön, weil dann können wir nämlich auch mal ein bisschen weiterziehen. Ich würde dann wahrscheinlich erst mal zu mir nach Hause fliegen, mich erstmal entmüllen, weil ich habe mir so viel Kram dabei. Dann würde ich mich erstmal entmüllen und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich war auch zwischenzeitlich am überlegen, ob ich hier noch das Gold mitnehme, aber da. Schön wäre es, wenn man auch mal mit dem Raumschiff abbauen könnte, aber das geht leider nicht. Es wurde ja immer in den ersten Folgen, die ich überhaupt gemacht habe, für No Man's Sky, immer behauptet, dass man auch mit dem Raumschiff abbauen kann. Nein, kann man nicht. Ja. Es wird vielleicht mal irgendwann gehen, dass man vielleicht so eine Art Minenlaser oder sowas fürs Raumschiff craften kann. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht nochmal eines Tages kommt. Das würde ich auch sehr begrüßen. So, hier unten, das lassen wir mal in Ruhe. Da gibt es in Anführungszeichen nur Amadium. Wo können wir da hinfliegen? Zu dieser Ankunft steht da, also zu dieser vielleicht kleinen Basis oder vielleicht finden wir da auch wieder einen Inventarplatz. Ah, toll, so doll ist es auch nicht, aber so. Wir können auch gleich nochmal gucken, was wir schon an Tieren gesammelt haben.
So. Einmal nochmal schön speichern. Ödland. Ja, hier ist alles Ödland. Hier ist alles Ödland. Ja, ist ja gut. Ich gehe wieder rein. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier gebaut in so einem komischen Areal hier. Was wollte ich jetzt geguckt haben? Ich wollte... Irgendwas wollte ich doch gerade geguckt haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach so, ja. Jetzt weiß ich wieder. Entdeckung. Oh, wir uns fehlen noch 1, 2, 3, 5 Tiere fehlen uns noch. Ich behalte auch mal die Originalnamen. So. Insgesamt 5 Tiere fehlen uns noch. 5 Tiere. Können wir eigentlich auch weiterfliegen? So. Ach, wir hätten auch nur noch bis zum Fragezeichen fliegen können. Naja, gut, was soll's. Oh, Temerion. Temerion nehme ich immer gerne mit. Die haben wir schon, ne? Haben wir. Ja, da hinten könnten wir nochmal gucken. Aber ich glaube, den haben wir auch schon. Da sieht man so bekannt. Ja. Erstmal alles einmal abscannen. Oh, ich dachte schon, hier der ganze Felsen ist Zink. Also das hätte ich ja nochmal spontan abgebaut. Aber das dürfte Alu sein. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon, ich komme ja schon. So. Da weiter. Warte mal, ich fahre mal eins. Ne, schon gut. Ich glaube, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Irgendwas Interessantes, aber das war letztendlich doch nur ein Stein. Achso, da unten. Ach, das ist Armadium. Ja, gut. Ich meine, irgendwann werden wir sicherlich wieder Armadium brauchen, aber nicht jetzt. Und wir haben hier auch noch ein bisschen was zu Hause. Da vorne ist noch ein Monolith, den können wir uns auch mal gleich gönnen. So. Ist irgendwas von euch unbekannt? Nee, ne? Wo war jetzt der Monolith? Ah, da noch. Steht direkt daneben, weißt du? Schuftergeek! Ein Schuftergeek! Ach, kein Treibstoff, wieder mal ordentlich verballert. Ach, na, ist egal. Na. Starte! Geht doch. Braucht ganz schön lange, bis er mal kapiert, dass wir hier Plutonium eingespeichert haben. So, wupp. Jetzt nochmal hinsetzen. So. Euch haben wir garantiert auch schon alle. Ja. Dich haben wir auch schon. Da ist auch nichts Neues. Dup, 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 dup. Mal die. Moin. Ja, ja, geh doch weg. Holen wir uns nochmal hier schön die Technologie bzw. die Nanite auf. Einmal. Ja, Giftschutz nimmt ab. Giftschutz nimmt ab. Giftschutz nimmt ab. Ja, weiß ich doch. Wollen wir da unten rein? Wir gehen da hier unten rein. Oh oh. Ja, Giftschutz, Giftschutz, Giftschutz. Ja, ja, Giftschutz, Giftschutz. Hier haben wir eine Menge Antrium. Das könnten wir theoretisch auch mal abbauen, aber ich gönne mir das jetzt mal nicht. So. Da drüben hingucken, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht durch. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Gut, dann. Ja. I know. So, wo ist mein. Da waren wir doch schon, ne? Oder. Da waren wir schon. Was, warum blinkt der so? Kalium? Kalium? Nein! Das war ja wieder klar.
Warte mal, Nanithaufen. Können wir das switchen wir mal um? Wir haben ja eigentlich genug Platz. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe, aber naja. Wäre ja sonst so einfach. So, das können wir mal wegschmeißen. Das können wir noch überschmeißen. Dann nehmen wir mal Kalium mit. Kalium. Eisen. Kalium. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, weil Kalium... Ich weiß gar nicht, ob wir Kalium irgendwie zu irgendwas gebrauchen können. Da ist man wieder schnell zurück zum Schiff. Und ich hatte mich schon gewundert, warum leuchtet das Kalium? Warum leuchtet denn diese Kugel so? Ich dachte, das wäre normales Eisen. Dabei ist das mal eben ganz spontan Kalium. Können wir mal gucken, wofür Kalium ist. Vielleicht steht das dann mit bei. Seltene Substanz, die in vielen tropfenartigen Spezies überall in der Galaxie zu finden ist. 14 kostet 4042 Units, wenn wir sie verkaufen. 288 pro Unit. Ja, nicht schlecht. 100 Units, ja. Oder generell sind 250er Stack, das bringt schon ordentlich was. Nur ich weiß natürlich nicht, ob wir sowas nur verkaufen können oder ob wir sowas nachher tatsächlich auch noch zum Craften brauchen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Sollten wir vielleicht mal die Augen ein bisschen offen halten nach Kalium. Obwohl, vorher haben wir sie auch nicht wirklich entdeckt. Also von daher mache ich mir da jetzt wenig Gedanken. Was haben wir hier? Scheiße, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Wir können ja wirklich mal die Augen ein bisschen offen halten nach Kalium. Gutes Eisen. Ach so, nur so eine kleine Speicherbasis. Ich schätze mal, diese Kreisrunden, also die sind ja nur so ein bisschen, ja, so halbrund. Ich schätze mal, das da hinten ist Kalium. Da hinten. Das wird Kalium sein. Also die wirklich vollendet, ja, siehst du, das blinkt mir schon, das Ding. Die wirklich so vollendet nach, die vollendet rund aussehen. Das wird Kalium sein. Kann man ja mitnehmen. Ich meine, tut ja nicht weh. Und alles, was Geld bringt, sowieso. Was? Ah, muss! Habe ich die schon gescannt? Aua! So. Du weißt, ich will das nicht, aber wenn mich jemand angreift, dann ja, dann seid ihr reif. So, und da hinten sind noch Kugeln, vollendete Kugeln. Habt ihr noch was? Nope. Ne, das sind keine vollendeten Kugeln. Da muss man so ein bisschen gucken. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen Kugeln, wie es aussieht, dass die auf der einen Seite sehen die so ein bisschen... Auf der einen Seite sind sie rund, aber auch nur immer so halbrund. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu sehen. Da sieht man das so ein bisschen, dass die sind wirklich nur so halbrund. Und die richtigen Kaliumkugeln, die sind wirklich richtig rund. Also das ist so wirklich so ein... Ja, aua. Ja, ich bin ja, ich komme ja. Aua. Ja, Gefahr, ich weiß. Ich bin ja auf dem Weg. Ich schaff's. Vielleicht gibt's den nächsten Schlag. Aua. Ja, ich weiß, toxischer Schaden. Mano. So. Das geht aber auch knapp, doch. Meine Güte. Ja, müssen wir mal so ein bisschen gucken. Also, es gibt hier nun Kugeln. Die könnte man sich mal angucken. Also, hier sehe ich jetzt spontan nichts weiter. Nee. Ja, wir verbraten auch so viel Plutonium hier auf der Ecke. Ja.
gucken, ob wir hier vielleicht... Ich fliege mal da hinten zum Fragezeichen. Das wäre dann noch mal ein guter Ort zum Speichern. Kleine Minibasis. So, hätten sich schon wieder Monolithen. Mal gucken, ob ich mir das noch merken kann. So, und erstmal hinein. So. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier wieder eine schöne kleine dunkle Basis. Die schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ja, wir müssen gucken, wie weit wir kommen. Ne? Ich gucke nochmal spontan hier rauf. Reise. Und wir sind jetzt bei 4,7 Souls. 0,3 brauchen wir noch. Also das ist wirklich nur noch ein Keks. Dann haben wir Level 3. Und wenn wir Level 3 haben, dann geht es erstmal nach Hause. Dort erstmal entmüllen. Und wenn wir uns entmüllt haben, dann gucken wir mal, wo die Anomalie abgeblieben ist. Und dann schauen wir mal, dass wir hoffentlich endlich dieses Upgrade kriegen. Dass wir dann auch endlich mal andere Sonnensysteme besuchen können, die etwas weiter entfernt sind, beziehungsweise die dann halt rot sind oder blau sind, keine Ahnung. Das müssen wir dann mal gucken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Daumen drücken, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.